Willkommen zu 30 Sekunden Kita-Recht und heute zu einem kleinen Dilemma der Aufsichtspflicht nach unserer Auffassung. Denn es heißt ja allgemein, dass Erzieher in den Randzeiten nicht alleine in der Einrichtung sein sollen und eine Gruppe betreuen. Der Grund hierfür ist ganz einfach, denn es könnte ja ein Erzieher, eine Erzieherin auch einmal ohnmächtig werden. Und was dann? Dann würde die Erzieherkraft zu Boden sinken und die Kinder wären praktisch völlig auf sich alleine gestellt. Oder es könnte ein Notfall eintreten. Ein Erzieher, eine Erzieherin müssen sich um ein einziges Kind in dem Augenblick kümmern und können nicht mehr die Aufsicht über die anderen Kinder haben. Das macht durchaus Sinn. Das ist logisch, dass eine solche Situation möglichst verhindert werden soll. Allerdings, und das verstehen wir nicht so ganz, in der Tagespflege, bei einer Tagesmutter, beim Tagespapa, da hätte man ja andauernd diese Situation. Andauernd ist dort nur eine Aufsichtsperson für eine gewisse Anzahl von Kindern überhaupt da und in den Räumlichkeiten. Wie ist dort die Aufsichtspflicht eigentlich gewährleistet aus Sicht der Aufsichtsbehörden? Dieses Dilemma haben wir so ganz immer noch nicht aufklären können. Raten natürlich dazu an, dass in den Einrichtungen, die naturgemäß größer sind, unüberschaubarer sind, immer zwei Personen zumindest in Ruf und Sichtweite zueinander vorhanden sind, auch in den Randzeiten.